Hey Leute, der Sturm geht weiter. Selina kann nicht glauben, dass Maya in Lars verliebt sein soll. Die bevorstehende Vertragsunterzeichnung führt bei Christoph in der Nacht zu einem üblen Albtraum. Er schiebt seine unguten Gefühle jedoch beiseite und unterschreibt am nächsten Tag den Vertrag für den Bau des Kurhotels. Erik ist erleichtert, mit Ariane so den ersten Sieg errungen zu haben. Hildegard führt Alfons das Dirndl vor, das er ihr geschenkt hat. Währenddessen versucht Alfons, sie weiter für den Kochwettbewerb zu motivieren. Als Max erneut eine Abfuhr von Shirin bekommt, gelingt es Vanessa, ihn beim Dartspielen ein wenig aufzuheitern. Sie verbringen einen schönen Abend zusammen, und in Vanessa wächst die Hoffnung weiter, dass sie vielleicht bald ein Paar werden. Alfons ist nicht begeistert davon, dass Rosalie ohne zu fragen ein Foto von ihnen beiden für ein Wahlplakat verwendet hat. Auch Christoph macht seinen Ärger darüber gegenüber Alfons deutlich. Maya vermisst Florian und auch Florian plagt der Liebeskummer. Als sich die beiden im Wald begegnen, kommen sie sich sehr nahe. Als Florian beim Holzrücken von Maya abgelenkt wird, verletzt er sich. Daraufhin gesteht Florian Maya, dass ihn Mayas Affäre mit dem Barkeeper zerreißt und er sie immer noch liebt. Wenig später macht Maya Florian ein folgenreiches Geständnis. Sie erzählt ihm die ganze Wahrheit. Seit neuem haben wir eine eigene WhatsApp-Gruppe für Sturm der Liebe, Link dazu unten in der Beschreibung. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns bitte eine positive Bewertung da und falls du es nicht schon getan hast, abonniere diesen Kanal, um keine Vorschauvideos zu verpassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.